die Most- und Wirtshauskultur im südlichen Niederösterreich, genauer gesagt im oberen Schwarzertal am Steinfeld, hat eine lange Tradition. Im Jahre 2012 hat der Berghangelwirt in Götschach in der Dorfstraße Nummer 15 sein gemütliches Mostwirtshaus eröffnet. Sowohl das Restaurant als auch der Garten mit Ausblick auf die herrliche Landschaft rundherum vom Semmering über die Rax, Schneeberg bis hin zur Hohen Wand können die Gäste genießen. Die Küche vom Berghangelwirt umfasst nicht nur die traditionelle Mostwirtshausküche und Speisen wie zum Beispiel die heißen Brotwürst mit Krähen und ein selber gebackenes Bauernbrot oder Gsöchts oder ein Schurschopfbroten, sondern die Wirtsleute widmen sich auch der geschmackvollen und kreativen bodenständigen Küche. Auch eine kleine gepflegte Weinkarte steht den Gästen zur Verfügung. Wer gerne Gegrilltes mag, der hat um das Jahr die Möglichkeit, auch dies auf höchstem Niveau zu genießen. Die Grillmeisterin hat ihr Handwerk im Hotel Panhans gelernt. Das schmeckt man einfach. Das Lokal ist definitiv eine große Bereicherung für die Region Schwarzertal. Einfach ausprobieren und sich selbst überzeugen. Klassiker beim Berghangelwirt ist zum Beispiel das Kistenfleisch, das die Wirtsleute ein paar Mal im Jahr seinen Gästen anbieten. In einer Kiste, die von oben mit Holzkohle beheizt wird, wird das Fleisch, das Huhn oder das Spanferkel über Stunden langsam gegart. Wie hier zu sehen, wurde Kümmelbraten und Schopfbraten verwendet. Das Ergebnis war einfach sensationell. Das Fleisch war mürbe und saftig. Der Kümmelbraten und die Kruste verdienen mindestens eine Haube. Einfach ein Genuss. Für die Kinder gibt es die Möglichkeit, im Garten zu spielen, damit die Eltern in Ruhe ihre Jause genießen können. Geöffnet hat der Berghangelwirt von Freitag 16 Uhr bis 22 Uhr, samstags von 10 bis 22 Uhr, Sonntag und Feiertage von 10 bis 20 Uhr.